Ja, herzlich willkommen zum Zeitsparenden Krafttrainingskanal Economic Training bei Stefan Deininger. Heute habe ich vor, euch die 6 goldenen Regeln sozusagen für das Krafttraining, für den Muskelaufbau weiterzugeben. Ja, also fangen wir gleich mal an. Also was ist einfach wichtig für den Muskelaufbau? Und bitte keine Ausreden, dass du keine Zeit hast, ein Krafttraining auszuüben. Ein Krafttraining verbessert erst einmal das allgemeine Wohlbefinden. Es verbessert die Durchblutung, es verbessert die Leistungsfähigkeit. Deine Knochen werden gestärkt, deine Bänder werden gekräftigt. Das Krafttraining ist die effektivste Methode zum Fettabbau. Also besser, effektiver, effizienter als Ausdauertraining. Deswegen in jedem Fall, wenn du abnehmen möchtest, Körperfett reduzieren möchtest, führe ein Krafttraining aus. Dann natürlich für all diejenigen, die einfach, ich sage jetzt mal, einen geilen Körper haben möchten, da geht ohne Krafttraining praktisch überhaupt nichts, um Muskeln aufzubauen, um den Körper zu straffen und einfach athletisch durchtrainiert auszusehen. Da gehört neben der entsprechenden Ernährung natürlich, da gehört das Krafttraining in jedem Fall dazu. So, also Krafttraining sozusagen mehr oder weniger notwendig, vor allem ab 40 aufwärts, da ist es noch wichtiger, ein Krafttraining auszuüben, weil da die sogenannte Sarkopenie, also der Abbau im Alter, einfach natürlich bedingt dazukommt. Und da ist es eben noch wichtiger, ein Krafttraining zu praktizieren. Egal, sage ich jetzt erstmal, in welcher Form. Wichtig ist, dass man ein Krafttraining ausübt. So, was sind jetzt die wichtigsten Komponenten, um eben Erfolg zu haben? Beginnen wir am besten mit der Kontinuität. Kein Krafttraining bringt dir was, wenn du es nicht regelmäßig ausübst. Das ist das Wichtigste überhaupt, weil wenn du nicht trainierst, dann wirst du dann auch nicht vom Krafttraining logischerweise profitieren. Deswegen stelle deinen Krafttrainingsplan so zusammen, dass du diesen langfristig, am besten ein Leben lang, umsetzen kannst. Hier bietet sich natürlich ein zweimaliges Ganzkörpertraining pro Woche an. Das ist jetzt vom Zeitfaktor und auch vom Stresslevel und auch vom Fortschritt für die Mehrzahl der Trainierenden das Maß aller Dinge. Also ich empfehle zweimal ein Krafttraining pro Woche für die meisten, insbesondere die, wo mit bisherigem Krafttraining vielleicht noch nicht so die Erfolge gehabt haben oder eben auch die, wo nicht so viel Zeit haben einfach oder nicht so viel Zeit investieren möchten, um regelmäßig zu trainieren. Zweimal eine halbe Stunde, 40 Minuten kann wirklich praktisch jeder unterbringen. Ja, also das ist mal der eine Faktor, regelmäßig trainieren. Dann der nächste Faktor. Konzentrier dich besser auf ein qualitativ hochwertiges Training, also auf Quantität, sprich ein kürzeres, harteres, anstrengenderes und somit intensiveres Training wird dir insgesamt mehr bringen, effizienter sein, als wenn du jetzt länger, öfters und mehr trainierst. Ja, also intensive Sätze, die sind einfach notwendig, um einen Reiz zu setzen. Das heißt, nahe am Muskelversagen, bis zum Muskelversagen oder optional ab und zu auch vor allem für fortgeschrittene Profis darüber. Also intensives Training. Und wenn du dich dann eben auf dieses intensive, anstrengende Training konzentrierst, wo du praktisch jeden Satz einer Übung bis zum technischen Muskelversagen ausführst, da werden dann auch nicht viele Sätze benötigt. Eine grobe Empfehlung, das wird für 90-95% perfekt hinhauen, das wäre eine Trainingsfrequenz von intensiver Belastung pro Muskelgruppe von 1 bis 2 Mal in der Woche. Ich spreche also von intensivem, super intensivem Training, 1 bis 2 Mal pro Woche. Und zwar pro Trainingseinheit zwischen 2 bis 4 richtig harten Sätzen. Bis zum geht nicht mehr. Und auch hier ist das richtige Trainingsgewicht entscheidend. Das Gewicht sollte so gewählt werden, dass du einen Satz mindestens
40, 50 Sekunden bis etwa 70 Sekunden aufrechterhalten kannst. Also so entsprechend musst du das Gewicht wählen, dass du zwischen 50 und 70 Sekunden das technische Muskelversagen erreichst. Optional kann man gerne ab und zu, wenn man fortgeschritten ist, mit Intensitätstechniken arbeiten. Also 2 bis 3 Arbeitssätze pro Workout, 1 bis 2 Mal pro Woche das Ganze umsetzen, wo der Muskel wirklich dann all out intensiv beansprucht wird. Auch ein wichtiger Aspekt, fokussiere dich auf Grundübungen. Sprich Übungen, wo mehrere Muskelgruppen gleichzeitig beansprucht werden. Das ist einfach deutlich effektiver. Man benötigt insgesamt eben auch nicht so viele Übungen und hat damit auch eine entsprechende Zeitersparnis. Und wichtig, einfach eine Drückübung ausführen, wo am besten die Brust involviert ist. Zum Beispiel Liegestütz oder Dips, also Liegestützvariante, wo du eben zwischen 50 und 70 Sekunden, ich wiederhole mich nochmal, an deine Grenzen kommst. Oder die Barrenstütze oder Dips. Oder eine Bankdrückvariante. Eine dieser 3 Übungen, ja, 2 bis 3 harte, intensive Sätze zwischen 50 und 70 Sekunden, 1 bis 2 Mal pro Woche. Dann eine Pull-Übung, entweder empfehle ich enge Klimmzüge mit Hammergriff oder im Untergriff, wo der Bizeps natürlich sehr stark zusätzlich involviert ist, aber auch beim Hammergriff schon sehr gut. Oder Latzug ebenfalls eng, Hammergriff oder im Untergriff. Oder eine Rudervariante, am besten Oberkörper abgestützt aus gesundheitlichen Gründen, beziehungsweise damit der untere Rücken eben nicht den Oberkörper aufrecht halten muss bei der Ruderübung, sondern dass du dich mehr auf den Rücken konzentrieren kannst, auf den Latissimus, also eine abgestützte Ruderübung. Hier ist jetzt die Griffvariante, sage ich mal, sekundär. Dann in jedem Fall, auch wenn du nur den Oberkörper zur Schau stellen möchtest, eine Beinpo-Übung, also dass Beine und Gesäß, das ist einfach die Grundlage für einen starken, gesunden Körper, ähnlich wie bei einem Baum. Der Stamm ist die Grundlage für große, starke Äste und beim menschlichen Körper ist das genau das Gleiche, egal was für eine Zielsetzung hast, du musst unbedingt Bein und Gesäß trainieren. Allgemein zum Fettabbau gut, zur Entlastung der Rückenmuskulatur und eben auch hormonell bedingt sehr effektiv für den Oberkörper, für den Aufbau. Da wirst du also etwas besser Muskeln aufbauen im Oberkörper, wenn du auch Bein und Gesäße hart bearbeitest. Daher eine Kniebeugenvariante, eine Beinpresse-Variante wie der Maschine, wo ich favorisiere, oder eben eine Ausfallschrittvariante oder Bulgarian Split Squats. Ebenfalls die gleichen Trainingsgewichte, 2 bis 3 Sätze pro Workout. Innerhalb von 50, 70 Sekunden, von mir aus auch im Unterkörper etwas mehr, 80 Sekunden bis zum technischen Muskelversagen gehen. Dann ganz wichtig auch, die Gesundheit sollte immer an erster Stelle stehen. Das heißt, wähle nur die Übungen aus, die du korrekt ausführen kannst, wo du dich wohlfühlst, ja, und die dir natürlich auch zur Verfügung stehen. Du kannst mit Körpergewichtsübungen arbeiten. Wenn du allerdings eben gerade großen Wert auf deine Gesundheit legst und einen guten, umfangreichen Maschinenpark besitzt, dann kannst du genauso gut oder ausschließlich auch mit Maschinen fit werden, gesund werden und vor allem auch Muskeln aufbauen. Das funktioniert vorzüglich und da ist die Verletzungsgefahr relativ gering, zumindest geringer, wie wenn du jetzt mit freien Übungen arbeitest, zum Beispiel, ich sage jetzt mal Langhantelbankdrücken ohne Partner, ist etwas schwierig. Meistens achtet man auch hier zu stark auf die Trainingsgewichte. Das kommt beim Hanteltraining eben noch dazu, dass man sehr fokussiert ist, auf die Gewichte zu achten, und beim Maschinentraining kann man sich dann doch etwas besser auf die Ausführung, auf die Muskulatur konzentrieren. Und deswegen empfehle ich für viele eben Maschinentraining für Anfänger, Mittelstufe und eben auch Profis. Ja, das wären schon mal wichtige Faktoren.
Dann natürlich darfst du nicht immer das Gleiche machen beim Training. Du musst dich in irgendeiner Form steigern. Einfach wäre jetzt nach und nach die Trainingsgewichte zu erhöhen, damit du eben das Ziel hast, stärker zu werden, wenn du stärker wirst, wenn du mit der gleichen Übung, mit der gleichen Wiederholungszahl mehr Gewicht nach und nach bewältigen kannst, dann würden deine Muskeln auch stärker werden und du wirst fitter werden. Deswegen sollte die Progression der Gewichte schon, insbesondere in den ersten Monaten, in den ersten Trainingsjahren, ganz, ganz oben stehen. Bei korrekter Form natürlich, mit den richtigen Übungen. Eine andere Variante wäre es, bei einer Übung die Wiederholungszahlen versuchen zu erhöhen mit dem gleichen Trainingsgewicht. Das ist auch eine Art der Progression. Man kann auch beides versuchen, mehr Gewicht und mehr Wiederholungen. Und zusätzlich kann man eben auch noch versuchen, nach und nach die Trainingspausen zwischen den Sätzen jeweils etwas zu reduzieren. Das ist auch eine Art der Intensitätssteigerung und entsprechend auch eine Progression. Auf jeden Fall, du musst etwas tun im Training, was dein Körper noch nicht kennt. Sonst besteht keine Veranlassung, stärker zu werden. Und das sollte immer bei korrekter Form im Vordergrund stehen, dass du dich wirklich anstrengst. Dann auch ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, deine Einstellung. Man sollte immer möglichst positiv denken. Auch das kann man übrigens trainieren. Genauso wie man die Muskeln trainieren kann, damit sie aufbauen. Wenn das noch nicht gemacht hast, bitte auch positiv denken, nach vorne schauen, an dich glauben, dich nicht zu sehr manipulieren lassen von Social Media oder eben vielleicht von negativen Menschen. Glaube an dich, das ist ganz wichtig. Das ist sogar eins der wichtigsten Faktoren, um überhaupt irgendwo Erfolg zu haben. Du musst an dich glauben, denn ohne Glaube funktioniert praktisch überhaupt nichts. Zu guter Letzt, die ganzen Prinzipien, die bringen dir alles nichts, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Das muss man einfach immer wieder erwähnen. Das heißt, die Ernährung sollte einigermaßen passen. Ausreichend Kalorien beim Aufbau, möglichst natürliche Nahrungsmittel zum Großteil, ausreichend Flüssigkeitszufuhr, ausreichend Schlaf und Erholung, also auch nicht zu viel körperliche Aktivität, nicht jeden Tag 2 Stunden in die Diskothek gehen und tanzen wie ein Verrückter. Am Wochenende ist das okay. Ja, einfach ausreichend Regeneration, damit dein Körper eben auch stärker werden kann, denn das geschieht in der Erholungsphase, nicht im Studio, beim Training. Also gestatte deinem Körper ausreichend Regeneration. Auch das wäre es heute schon zum Video. Ich denke, da war vielleicht das ein oder andere Interessante dabei, was du vielleicht auch schon gewusst hast, aber eben wieder immer zur Auffrischung positiv ist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann denk bitte dran, gib mir ein Gefällt mir. Gerne kannst du mir eine Frage stellen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und wünsche dir viel Erfolg beim Training und ich sage bis zum nächsten Mal.